Es ist der 3. Dezember und wir feiern heute den Namenstag von Xaver und Franz Xaver. Herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Ja, Xaver, woher kommt der Name, der übrigens meistens im bayerischen Sprachraum gebräuchlich ist? Als einsteigender Vorname ist aus dem Familiennamen des heiligen Franz Xaver abgespalten, also Franz Xavier auch, und dieser hatte seinen Familiennamen von der Burg Javier in der spanischen Provinz bekommen. Aktuelle Xaver 67 Jahre Median, 50% der Xaver sind jünger als 67 Jahre und 50% sind älter als 67 Jahre. Ja, warum feiern wir den Namenstag am 3.12.? Das liegt am Todestag von Francisco de Xaver, das ist eben der heilige Franz Xaver. Der war einer der Pioniere der christlichen Mission in Asien und Mitbegründer der Gesellschaft Jesu und am 3.12. verstorben. Ja, weitere Informationen zu Namen, Namenstag und deren Bedeutung, unser App Store, unser App Name Checker, den man im App Store bei Google Play herunterladen kann und wie man Namenstag im Dialogmarketing einsetzen kann, das erzählen wir unter www.marancon.de/namenstag. Xaver und Franz Xaver, alles Gute zum Namenstag.